Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen des Max-Lingner-Hauses, ich begrüße Sie sehr herzlich hier zu sommerlicher Stunde und muss zunächst mal leider mitteilen, dass die im Programm ausgedruckte Veranstaltung, nämlich die Vorstellung dieses Buch von Christiane Post und Elke Pistorius über Kurt Meyer, einem deutschen Architekten, der in Köln und dann in Moskau tätig war, leider nicht stattfinden kann. Aus mir jetzt nicht näher bekannten Gründen waren den beiden das nicht möglich, was ich sehr bedauere. Das Buch ist sehr interessant. Sie sollten mal reingucken. Und wir verfolgen ja diese Themen weiter. Also zunächst die Entschuldigung und Empfehlung und dann umso mehr meine freundliche Vorstellung von Nils Exner, der uns heute einen Vortrag halten wird über Hildebrand und Fred Vorbart. Wir haben uns vor kurzem erst kennengelernt bei einer Veranstaltung in Hamburg, wo die Werner Hildebrand gewidmet war. Sehr schön in der Warburg-Bibliothek in Hamburg. Und ich hatte das Vergnügen und die Aufgabe, über die sowjetische Zeit von Hildebrand zu berichten. Und Nils Exner hielt etwa diesen Vortrag, den wir heute hören, über die Nachkriegssituation. Und gleichzeitig interessierte mich das natürlich auch deswegen, weil wir unseren Welterbeantrag gestellt und ausgearbeitet haben. Und die Frage, wie es denn dazu kommt, dass die Interbau im Westteil der Stadt sozusagen die neue Verknüpfung und die Reintegration des Westens präsentieren sollte, wird hier ein Thema aufgeworfen oder angeschlagen, das natürlich zeigt, dass personelle Netzwerke dahinter stehen, um diese Reintegration der Bundesdeutschen, der Westberliner Initiative in das Netzwerk der SIAM vorbereitet zu haben. Und diese Verknüpfung von Netzwerken und Kultur- und stadtentwicklungspolitischen Großprojekt der Interbau hat mich natürlich auch wegen dieses Berliner Antrages, für den ich natürlich nach wie vor brenne, sehr interessiert. Nils Exner hat mir ja aufgeschrieben, was ich zu seiner Person sagen darf. Er hat, man soll ja wissen, wer hier auftritt und so. Also er hat an der Humboldt-Universität Philosophie, Amerikanistik und Geschichtswissenschaft studiert und eine Masterarbeit 2021 über die schwedische Stadtplanungsdebatte im Zweiten Weltkrieg verfasst und hat dabei auch einen besonderen Fokus auf die Rolle von Fred Vorbart und Werner Tesler gerichtet. Diese beiden Leute verbinden uns auch wieder, weil ich deren beiden Tätigkeit auch in der Sowjetunion verfolgt habe. Insofern sind da sehr schöne Anknüpfungspunkte. Er ist jetzt, nämlich seit Herbst 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Humboldt-Universität am Lehrstuhl für die Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehung bei Professor Gabriele Metzler. Also total interessant, wie so ein Stadtplanungs- und architekturhistorisches Thema hier in die regionalgeschichtliche, historische Forschung eingebunden ist. Ganz andere Nuance, als wir sie bisher immer bei unseren Architekturvorträgen hatten. Insofern auch eine interessante Bereicherung. Und hier forscht er zu Migrations- und Stadtplanungsgeschichte in Deutschland mit Fokus auf den nordeuropäischen Raum. Und er wird sich in seinem Dissertationsprojekt mit dem Stadtplaner bzw. Architekten Hubert Hoffmann beschäftigen, wobei er sich besonders mit die politischen Systemgrenzen überschreitenden Planungs- und Netzwerkzusammenhängen, also nicht mit ihm, sondern seinen, auseinandersetzen wird. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt auch hier zu sein und einspringen zu können. Ich werde gar nicht so viel erstmal zum Vortrag zur Interbau sagen, aber das können wir dann bestimmt auch in der Diskussion vertiefen, sondern eher etwas zu den Voraussetzungen dafür, dass dann so eine Veranstaltung wie die Stadt von morgen und auch die Interbau dann überhaupt 57 möglich waren. Sie sehen es schon, es geht hier heute um die Wiederanbindung einer deutschen, einer westdeutschen Gruppe in die SIAM nach dem Zweiten
Weltkrieg. Ich vermute, wenn ich mir das Publikum anschaue, dass die Siam Ihnen allen ein Begriff ist. Vielleicht zwei Sätze dazu. Siam, französische oder das Akronym für die internationalen Kongresse moderner Architektur, die seit 1928 stattfanden. Und letztlich, ja, wenn man so will, das Who is Who der modernen Architektenszene versammelten und dann auch bis in die 50er Jahre, würde ich sagen, das internationale Forum für moderne Architektur und Stadtplanung bildete. Und die zahlreichen Manifeste, zahlreichen Erklärungen sollten dann auch eigentlich bis weit über das Bestehen des Siam hinaus den europäischen und globalen Städtebau prägen, sehr nachhaltig prägen, besonders wirkmächtig dabei sicherlich die Charta von Athen 1933 verabschiedet mit dieser bekannten Funktionsteilung in die Bereiche Wohnen, Büros, Konsum, Gewerbe, Industrie. Und mein Eindruck ist, man sieht schon auch, wenn man sich jetzt damit in Verbindung stehende Konzepte wie die autogerechte Stadt anschaut, diese langfristige Wirkung der Charta auch vor dem Hintergrund, wie schwer es heute ist, so eine autogerechte Stadt, um mal als mal ein Beispiel zu nennen, zurückzubauen, wenn man es denn versucht. Im Hinblick auf die erwähnte Wiederanbindung nach dem Zweiten Weltkrieg, und das ist das Thema hier heute, Thomas Flierl hat es schon gesagt, sind meiner Meinung nach persönliche Netzwerke sehr entscheidend gewesen und eben vor allem der Kontakt zwischen Werner Hebebrand und dem nach Schweden emigrierten Fred Vorwald. Und ich finde es immer wichtig, dann auch mit der eigenen Arbeitsweise transparent zu sein. Das heißt, das, was ich Ihnen jetzt hier gleich erzähle, stützt sich quellentechnisch überwiegend auf Korrespondenzen, die im Nachlass Werner Hebebrands in der Akademie der Künste überliefert sind, auf Korrespondenzen und Notizen in der Sammlung zu Fred Vorwald, auch in der Akademie der Künste, aber auch auf Quellen aus dem Archiv des Stockholmer Architekturmuseums, aber auch auf Quellen aus dem Archiv der schwedischen Arbeiterbewegung in Huddinge in der Nähe von Stockholm. Wichtig ist für die Beziehung Hebebrands und Vorwärts, dass die beiden bereits zu Beginn des Zweiten Weltkriegs einen gefestigten, wenn man so will, dann auch freundschaftlichen Kontakt hatten, der, so ist mein Eindruck, vor allem aus der Zeit der Sowjetunion herrührte. Vielleicht zwei, drei biografische Informationen. Hebebrand, 1899 im Rheinland geboren, ist Ende der 20er Jahre im Frankfurter Hochbauamt beschäftigt, war damit dann auch am Projekt des neuen Frankfurts beteiligt, jetzt nicht in einer herausragenden Stelle, unter der Leitung Ernst Mais und folgt Mai dann 1930 für den, ich sag mal, sozialistischen Städtebau in die Sowjetunion und gehört 1930 letztlich schon dann auch zu den frühen dorthin Reisenden, bis dann vor allem im Folgejahr eigentlich eine ganze Welle deutscher Architekten in die Sowjetunion auswandern sollte. Motiviert zum einen durch die große Auftragskrise in Deutschland, aber sicherlich auch aus politischen Überzeugungen, aber auch vor dem Hintergrund der Planungseuphorie dann auch am Reißbrett, wenn man so will, in der Sowjetunion komplett neue Städte entwerfen zu können. Und das könnten wir auch in der Diskussion bestimmt noch vertiefen. Mein Eindruck ist, dass damit oft dann auch so eine gewisse Verklärung beziehungsweise auch ein Unwissen über die vielleicht real existierenden Verhältnisse in der Sowjetunion dann doch auch teilweise eine Rolle gespielt haben mag. Fred Vorwart wiederum ist 2 Jahre älter, 1897 in Pécs, also in der österreich-ungarischen Monarchie geboren, hatte Anfang der 20er Jahre im Atelier von Walter Gropius in Weimar gearbeitet, ist dann anschließend in Berlin für den Konzern AHAG Sommerfeld tätig und wird 1928 deutscher Staatsbürger.
und geht schließlich 1932 für etwa ein Jahr in die Sowjetunion und ist dann dort zusammen mit Ernst May ganz maßgeblich für die Stadtplanung Magnitogorsks und Karagandas verantwortlich. Und bei der Rückreise nach Deutschland wird er dann von der nationalsozialistischen Machtübernahme überrascht, konfrontiert, von der er dann auch als Jude in besonderer Weise konfrontiert war oder betroffen war. Und er kehrt statt nach Berlin in sein Heimatland nach Ungarn zurück, bis er dann auch Ungarn angesichts der dann dort auch immer stärker werdenden antisemitischen Verfolgung unter Miklós Horthy 1937 nach Schweden auswanderte. Ich warte vielleicht 2 Sekunden, bis die beiden nochmal hier sind. Er kommt dann mit Schweden in ein Land, das im Zweiten Weltkrieg, 2 Jahre später, dann nicht in direkte militärische Kampfhandlungen involviert sein wird. Ein Land, das häufig als neutral bezeichnet wird, oft dann auch so in einem Atemzug mit der Schweiz. Das ist meines Erachtens kritisch zu sehen. Ich glaube, einzelne Phasen der auch Regierungspolitik lässt sich vielleicht eher so als so eine distanzierte Kollaboration bezeichnen. Nichtsdestotrotz fanden in Schweden etwa 5000 politische und jüdische Flüchtlinge eine vergleichsweise sichere Zufluchtsstätte, und gerade Stockholm bildete neben London so das zweite große Zentrum des Exilsozialismus. Man muss sagen, dass diejenigen, die nach Schweden nach so Mitte der 30er Jahre kamen, da auch noch ganz gut in das Land hineinkamen, ziemlich gleich mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges macht Schweden die Grenzen ziemlich dicht, gerade auch für jüdische Flüchtlinge, und öffnet die Grenzen eigentlich erst dann zu einem Zeitpunkt, als es für viele einfach auch schon zu spät ist. Aber Vorwart, wie gesagt, schafft es 37 nach Schweden und eigentlich auch nur über die große Hilfe Uno Oriens, der ihn einlädt und dann auch dafür sorgt, dass er in Schweden bleiben kann. Nochmal einen Schritt zurück in die Sowjetunion. Wenn man sich die verschiedenen Erfahrungsberichte von einzelnen Mitgliedern der sogenannten Mai-Brigade anschaut, also Margarete Schütte-Lihotzky etwa, die sich relativ viel dann auch dazu gesagt hat, Hans Schmidt, Hans Leistikow, dann kann man schon sagen, dass es sich bei dieser Gruppe um eine recht eingeschworene Gemeinschaft handelte. Auch Vorbart berichtet Entsprechendes in seinen in den 70er Jahren verfassten Erinnerungen, erst 2019 veröffentlicht. Während Sie das lesen, vielleicht noch so einen Eindruck meinerseits. Ich glaube, dass diese Erfahrung als fremde Deutsche, Deutschsprachige in auch diesen sehr abgeschiedenen Gegenden des Urals und Sibiriens scheinen mir diese Gruppe wirklich dann auch so zusammenrücken zu lassen. Und viele Mitglieder blieben dann auch in Kontakt, als sie nach dem oftmals erzwungenen Verlassen die Sowjetunion im Zuge der stalinischen Säuberungen verließen und sich dann über Europa und den Globus verteilten. Aber auch ins nationalsozialistische Deutschland wurde zurückgekehrt, so auch im Falle Werner Hebebrands, nachdem er 1937 die Sowjetunion verlässt, nachdem er dort eigentlich nur sehr knapp dem Tode entgangen war. Auffällig ist dann, und damit ist dann auch wirklich so eine, wie ich sagen, nach wie vor sehr große Forschungslücke angesprochen, dass Hebebrand in Deutschland wiederum fast nahtlos eine Anstellung fand im Baubüro Herbert Rimpels, zu dem bedeutendsten Industriearchitekten vielleicht auch dann des Dritten Reiches, wobei Industrie vor allem dann auch für dieses Baubüro Rüstung bedeutet, die meisten Aufträge
stammten von den Reichswerken Hermann Göring. Hebebrand ist dann an den Planungen für die Stadt der Hermann Göring Werke im heutigen Salzgitter beteiligt, plant dort vor allem dann auch einen großen Krankenhausbau und ist dann 1943 mit der Wehrmacht und der Organisation TOT als Raumplaner im besetzten Baltikum und der Ukraine aktiv und ist ab 1944 dann auch Mitglied von Albert Speer Wiederaufbaustab für den Wiederaufbau bombenzerstörter Städte, Arbeitsstab für den Wiederaufbau bombenzerstörter Städte. Damit Sie einen Eindruck haben, wo sich Hebebrand dort aufhielt, Sie sehen ihn in Wehrmachtsuniformen, das stammt aus einer Postkarte, die er 1943 vom Roten Platz in Kharkiv nach Hause schickt. 1943, er ist dort, also nicht irgendwie weit hinter der Frontlinie, sondern er ist als Raumplaner direkt mit dem Vorrücken der Wehrmacht, beziehungsweise Sie wissen das, im Februar 1943 geht dann Stalingrad für die Wehrmacht verloren und die Rote Armee erobert auch Kharkov und dann gibt es eine Gegenoffensive und ab, ich glaube, März, April 1943 wird dann nochmal diese Frontlinie gehalten und verzögert dann auch den Zweiten Weltkrieg oder das zögert das Ende des Zweiten Weltkriegs deutlich hinaus, weil das eine Linie ist, die dann doch eine ganze Weile für die Deutschen relativ stabil war. Tatsächlich riss der Kontakt zwischen Forbart in Schweden und Werner Hebebrand in Deutschland auch während des Krieges nicht ab. Das finde ich zum einen schon angesichts der prekären Kriegssituation des bedrohten demokratischen Schwedens und auch vor dem Hintergrund, wir können uns darüber später noch unterhalten, der doch durchaus auch NS-Verstrickungen Hebebrands bemerkenswert. Darüber hinaus hat aber neuere historische Forschung auch in den letzten 10, 12 Jahren wirklich, finde ich, sehr bemerkenswerte Erkenntnisse zutage gefördert, was das Verhältnis Deutschland-Schweden betrifft. Nämlich in Schweden wurden auch oder gerade auch während des Zweiten Weltkriegs nationalsozialistische Planungskonzepte als durchaus brauchbar positiv rezipiert für die Stärkung der schwedischen Demokratie, für die Stärkung des dortigen Volkheims. Und andersherum wurden schwedische Nachbarschaftskonzepte in Deutschland wiederum positiv für die Gliederung der, ich sag mal, Volksgemeinschaft in Zellen rezipiert. Sie sehen das auch, dass die Publikationen von Konstanty Gutschow oder auch von Hans-Bernhard Reischow in dieser Zeit sehr stark mit schwedischen Bildern illustriert sind. Ich will das an der Stelle gar nicht vertiefen, sondern verweise da wirklich auf ein sehr, sehr lesenswertes Buch von David Kuchenbuch, Geordnete Gemeinschaft, 2010 erschienen, und einen Aufsatz von Sven Reichert und Kieran Klaus Patel, ich glaube 2016, die das wirklich sehr gut auseinanderdröseln. Aber das, was ich, wie gesagt, zeigen möchte, ist, dass der Kontakt zwischen Deutschland und Schweden nicht nur für diesen Transfer von Planungskonzepten wichtig war, sondern eben auch die sehr belastbaren personalen Verbindungen zwischen Hebebrand und Forbart zentral für die erwähnte Wiederanbindung der Deutschen an die SIAM. In Schweden initiierte Fred Forbart noch während des Krieges im Oktober 1944 eine Wiederaufbautagung zusammen mit dem etwas jüngeren Deutschen Werner Tesler, der bis 1935 ebenfalls in der Sowjetunion tätig gewesen war und anschließend dann auch nach Schweden emigrierte. Und diese Konferenz war sehr eng mit dem deutschen Exilsozialismus verbunden, das schwedische Koordinationskomitee für demokratische Aufbauarbeit übernahm die Organisationskosten und die britische Botschaft finanzierte die Broschüre mit den dort von Forbart und Tesler gehaltenen Vorträgen.
Und diese Broschüre landete schließlich noch während des Krieges auch in deutschen Planungsstellen, was dann auch ein Hinweis darauf ist, weshalb sich unmittelbar nach Kriegsende deutsche Architekten bei Forward und Tesla nach zu genaueren Details der schwedischen Planungen erkundigten. Und andersherum ist bemerkenswert, dass Forward und Tesla auf dieser Wiederaufbautagung auch über Konzepte aus dem Umfeld von Albert Speers Wiederaufbaustab referierten, in dem, wie gesagt, auch Hebebrand Mitglied war. Tesla führte aus, dass die Themen Dezentralisierung und Auflockerung in Deutschland zwar vor allem unter den Anforderungen des Luftkrieges behandelt wurden, doch obwohl in Schweden, und ich zitiere ihn jetzt, die Auffassung von der lebendigen Stadteinheit als Urform jeder echten Demokratie eine andere sei, ließen sich in den deutschen Planungen seiner Meinung nach durchaus nüchterne und sachliche Erwägungen erkennen. Und der während des Krieges vorhandene, aber natürlich erschwerte Austausch sollte dann nach dem Krieg deutlich intensiviert werden. Hebebrand und Tesla führten einen ausgiebigen Briefwechsel über Fragen des Wiederaufbaus und des Konzepts der Nachbarschaftseinheit. Und Hebebrand, der seit 1946 Leiter des Frankfurter Stadtplanungsamtes war, schickte nach Schweden regelmäßig Berichte und Pläne über die deutschen Entwicklungen. Und auf Einladung Hebebrands kam Tesla dann 1947 auch zu einer Vortragsreise nach Deutschland und vermittelte im Gegenzug eine Studienreise deutscher Architekten nach Schweden. Und auch Forward, inzwischen Sekretär der schwedischen Siam-Gruppe, also er fasst dort in Schweden sehr schnell Fuß, reiste in dieser Zeit immer wieder nach Deutschland. In den Folgejahren sollten deutsche Architekten dann regelrecht nach Schweden pilgern und dann in deutschen Bauzeitschriften begeistert über ihre Eindrücke dort berichten. Sie sehen hier einen Bericht Hilleprechts, der aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommt. Und besonderes Interesse weckten dort neben der umfassenden schwedischen Wohnforschung auch die geführte Debatte um eine Funktionalismusrevision, bei der in Schweden teilweise auch dann sehr, sehr scharf die gerade erst in den 30er Jahren modernen Wohnungsbauten kritisiert wurden. Man habe sich, so beispielsweise die Kritik Yngve Larssons, zu sehr auf Faktoren konzentriert, die, Zitat, man messen und berechnen konnte. Und auch gerade mit den Bauten des neuen Frankfurts geht dann Architekt wie Helge Zimdahl beispielsweise sehr, sehr hart ins Gericht, zieht dann dort auch von diesen Bauten Linien zu dem, wie er schreibt, Massenmenschen des Nationalsozialismus. Also da eskaliert dann einiges auch verbal ziemlich. Aber diese Funktionalismusrevision ist dann auch für die Aktivitäten der Schweden innerhalb des Siam, glaube ich, wichtig. Und tatsächlich sollte dann diese Wohn- und Nachbarschaftsfrage zwischen deutschen und schwedischen Planern eine wichtige Kooperationsebene bilden, bei der sich dann auch immer wieder gegenüber den sogenannten Lateinern um Corbusier abgegrenzt wurde, denen man einen übertriebenen Rationalismus, planerische Kühle und so weiter vorwarf. Ich hatte davon gesprochen, von einer Wiederanbindung der Deutschen an die Siam. Das bezieht sich auf die während des Dritten Reiches in Deutschland verbliebenen Deutschen oder die, wie im Falle Hebebrands, dorthin zurückgekehrten. Walter Gropius, ein Deutscher, später dann auch Amerikaner, war in die Siam nach wie vor eingebunden, aber es hatte eben nach seiner Emigration 1934 zunächst nach England und dann in die USA eben keine anerkannte deutsche Gruppe mehr gegeben. Und in einem Brief in Werner Hebebrands Anfang März 1946 an Reinhold Niemeyer, der zusammen mit Johannes Göderitz während des Dritten Reiches die Deutsche Akademie für Städtebau, Reichs- und Landesplanung geleitet hatte, kommt dann zum Ausdruck, wie intensiv sich Hebebrand in der unmittelbaren Nachkriegszeit um die Gründung bzw. Neugründung von Organisationen bemühte. Er schreibt, neben Beratungen für eine neu zu gründende Städtebauakademie sei er auch mit Corbusier und André Lorca, den er auch vom Krankenhausbau
in der Sowjetunion kannte, in Zitat Fühlung getreten, zwecks Wiederauflebung der internationalen Kongresse für neues Bauen. Das ist im Frühjahr 1946, danach erfolgen erstmal im Gegensatz dann zur Neugründung der Städtebauakademie in Hinblick auf die Siam von Seiten Hebebrands erstmal kaum noch weitere praktische Schritte, obwohl er auch schon 1945 zusammen mit Ernst Neufert den Siam-Generalsekretär Siegfried Gideon getroffen hatte in dieser Angelegenheit. Neufert war dafür womöglich dann aber auch wegen seiner auch international bekannten tiefen NS-Verstrickungen wohl auch nicht die allerbeste Begleitung für dieses Anliegen. Auch Richard Döcker und Hans Scharoun hatten zunächst versucht, deutsche Siam-Gruppen zu gründen. Es lässt sich aber festhalten, dass gerade Siegfried Gideon demgegenüber längere Zeit skeptisch eingestellt war, obwohl er diese Bemühungen kannte. Und auch Gropius setzt sich sehr für eine Gründung oder Neugründung einer deutschen Gruppe ein, macht Gideon davon keine so wirklich in der Siam publik und schrieb dann auch an James M. Richards, dem Herausgeber der englischen Architectural Review, die Siam werde eine, Zitat, eher passive Haltung einnehmen, bis man genauer sehe, wie die Deutschen wirklich ticken. Kritik dafür kam vor allem auch von Gropius, vor allem nachdem Gideon die Deutschen dann auch 1947 zur Siam 6 in Bridgewater außen vor gelassen hatte. Und wie schlecht das Verhältnis zu Gideon war, zeigt sich auch in einem Brief des ebenfalls in Deutschland verbliebenen Hugo Hering an Scharoun. Er schreibt, die Siam sei in der Technokratie und im rationalistischen Geist verhaftet. Zitat, Siam ist Corbusier und Gideon. Corbusier ist der Bannerträger der Geometrie. Und dann folgt in diesem privaten Brief und gibt noch einige andere, in denen er sich ähnlich äußert, dann von Seiten Herings ein antisemitischer Ausfall. Er schreibt, Gideon ist ein Jude, ein Mann der Propaganda, vollkommen gewissenslos. Diese Attacken auf Gideon in dieser Form zeigen sich, wie gesagt, auch in anderen Briefen aus dieser Zeit. Es ist schon auch interessant, dass seine Korrespondenzpartner auf diesen Punkt nie reagieren. Also, Während im Inland dann auch so ein Narrativ wie das der Stunde Null, oder wir hatten vorhin im Vorhinein schon kurz darüber gesprochen, dann auch so eine These oder Narrativ wie das von Lodders, der Zuflucht in den Industriebau, in einen vermeintlich unverfänglichen Industriebau, dann auch schnell vieles vergessen ließ, scheint sich Hebebrand, so ist mein Eindruck, durchaus bewusst gewesen zu sein, dass gerade auch im Ausland die deutschen Architekten zumindest für eine Weile skeptisch betrachtet wurden. Er schrieb rückblickend an Forbert, Zitat, von uns Deutschen, die wir mehr oder weniger zwangsläufig in Deutschland geblieben sind, an den Siam heranzutreten, sei ein doch eher zu gewagtes Unterfangen in dieser Zeit gewesen. Im Mai 1949 teilte Richard Döcker dann Hebebrand, Hugo Hering, Max Taut und Scharoun mit, dass er jetzt vom Siam-Präsidium ein Schreiben erhalten habe, mit einer, wenn man so will, Einladung zur 7. Siam-Konferenz in Bergamo. Aber er sagt zugleich, Zitat, er werde nicht klug daraus, ob es sich um eine wirkliche und offizielle Einladung handele. Und Hebebrand antwortet dann, dass er seit dem Krieg zunächst habe abwarten wollen, bis, Zitat, vom Ausland wirklich der Wunsch zu einer Aktivierung geäußert wurde. Aber wenn es jetzt soweit sei, dann sollten die Deutschen durchaus die Verbindung wieder aufnehmen. Und dann bringt er, das ist vielleicht auch so ein bisschen typisch für ihn, sogleich als Teilnehmer für Bergamo sich selbst ins Spiel. Er schreibt, er steht am Übergang der Älteren zur jüngeren Generation und kenne auch viele der älteren Kollegen noch persönlich. Und dabei verweist er insbesondere auf Simon Sirkus, der, Zitat, als Pole und Jude mit berechtigtem Misstrauen dem Aufkreuzen neuer deutscher Gesichter entgegensehen wird. Aus der weiteren Korrespondenz, wie dann mit Bergamo umzugehen sei, wird unter den deutschen Architekten dann aber doch eine eher skeptische Haltung
sichtbar, gerade Döcker. Er sagt, er wolle lieber abwarten, würden die Deutschen, Zitat, nur eingeladen und nicht mit allen Rechten und freundschaftlichen Gefühlen erwartet. Also freundschaftliche Gefühle müssen schon sein, darunter geht es für ihn nicht. Und dass in Bergamo dann auch eine deutsche Gruppe irgendeine relevante Rolle gespielt hätte als Gruppe, geht zumindest aus den mir bekannten Quellen nicht hervor. Ich stütze mich da, oder das, was ich durchgesehen hatte, sind vor allem die Siam-Protokolle. Es kann durchaus sein, dass jemand aus Deutschland als Privatperson dort anreist, aber jedenfalls treten die Deutschen dort nicht weiter in Erscheinung. Und auch 1950 schreibt dann oder entgegnet Gropius auf ein Schreiben Vorberts, in dem es um die Überlegungen zur Bildung einer deutschen Gruppe geht, immer noch, dass Gideon der Sache eher negativ eingestellt sei, 1950. Und Fahrt kommt dann in dieser Angelegenheit dann schließlich nochmal auf, als ein Impuls von schwedischer Seite erfolgte. Und notwendig war dabei ein vorsichtiges Herantasten, und die Ideen hierzu, wie das am besten vonstatten gehen könnte, kamen von Forbart aus Schweden, der den Vorschlag machte, die englische Siam-Gruppe, die Mars Group, könne doch eine Handvoll Deutsche für die Siam 8 im Juli 1951 nach Hoddesdon einladen, um dann dort über eine Neugründung bzw. Wiederintegration, Reintegration zu beraten. Und eingeladen wurden dann Eiermann, Hassenpflug, Rudolf Philipprecht, Richard Döcker und Werner Hebebrand, der aber nicht anreisen kann wegen politischer Passschwierigkeiten mit den Amerikanern bzw. Deutschland nicht verlassen kann. In Hoddesdon waren die Deutschen dann nicht die einzige Gruppe, die dort neu aufgenommen wurde. Ich glaube, auch eine dänische und eine Gruppe der Vereinten Nationen. Aber ihr Empfang sei dort kühl ausgefallen, wie Hebebrand von den anderen erfahren hatte und im Anschluss an Forbart berichtete. Und vor allem Döcker sei darüber verbittert gewesen, dass nicht schon zumindest die Deutschen, die schon 1933 Teil der Siam gewesen waren, wieder aufgenommen worden waren. Denn er schreibt, Zitat, sie hätten ja doch alle nicht mit den Nazis sympathisiert. Forbart erinnert sich an Döckers Auftritt in Hoddesdon ein bisschen anders, nämlich in etwa so, dass sich Döcker auch etwas daneben benommen hat. Sie können das hier sehen, er taucht nicht auf, verschwindet dann, alle machen sich Sorgen, meldet sich erst spät. Und Forbart erinnert sich, dass das dann auch den Gegnern einer ursprünglichen Gegnern einer Einladung der Deutschen letztlich in die Hände gespielt habe, was er dann auch als einen persönlichen Misserfolg wertet. Die weitere Korrespondenz zwischen Hebebrand und Forbart war dann bis zum Sommer 1952 durch Beratungen geprägt, wie die weiteren deutschen Schritte in Richtung Siam aussehen könnten. Und auffällig ist hierbei, dass Forbart nicht nur international seinen Einfluss geltend machte im Sinne der Deutschen, sondern auch selbst Einfluss auf die Zusammensetzung der deutschen Gruppe ausübte, und das stets in sehr enger Absprache mit Hebebrand. Als Hebebrand beispielsweise Zweifel hegte, ob Egon Eiermann, der in Hoddesdon mit der Bildung einer deutschen Gruppe beauftragt worden war, hierfür die richtige Person sei, empfiehlt ihm Forbart, man könne diesen ersten Delegierten, also Eiermann, ja auch neu wählen, und das könne taktisch klug unter Zitat Berufung auf die Krankheit von Eiermann erfolgen. Und Hebebrand führt dann im Anschluss mehrere Verhandlungen durch und berichtet über jede Beratungsrunde nach Schweden. Und es kommt dann auch schließlich so, wie in diesen Plänen beabsichtigt. Und im Frühjahr 1952 gibt Eiermann schließlich sein Amt an Hebebrand ab. Ob und falls ja, wie stark Druck auf Eiermann ausgeübt worden war, lässt sich nicht rekonstruieren. Es kann auch sein, dass Eiermann damit durchaus einverstanden war, aber diese Finte, die Forbart zumindest als Idee vorschlägt, die ist dokumentiert. Und dieses Prozedere der fortwährenden Berichterstattung nach Schweden zeigt sich dann auch in anderen Fragen der Zusammensetzung der deutschen Siam-Gruppen, als es zum Beispiel im Oktober 1952 darum geht,
eine Berliner Siam-Gruppe, um Hubert Hoffmann zu gründen, holt Hebebrand zunächst eine Stellungnahme bei Forward in Schweden ein, bevor er dann überhaupt erst seine eigenen Besetzungswünsche an Hoffmann übermittelte. Das heißt, man sieht, dass teilweise sogar die Rücksprache mit Forward der deutschen Binnenkommunikation vorangestellt war. Hebebrand informierte Gideon dann über seine neue Leitungsfunktion und teilte mit, dass die nächste internationale Station der Deutschen das Siam-Treffen Ende Juni 1952 im schwedischen Sigtuna sei, um nun als Gruppe endlich, Zitat, mit dem Ausland die persönliche Verbindung aufzunehmen. Sie sehen hier von links nach rechts Eiermann, Hassenflug, Hebebrand und Hoffmann in schwedischer Natur sitzend. Der Fotograf ist Fred Forward. Wenn man sich jetzt diese doch dann nachdrücklichen Bemühungen um Wiederanbindung anschaut, vor allem in den Jahren 51, 52, überrascht es dann, dass das Engagement der deutschen Siam-Gruppe in den folgenden Jahren wiederum eher sparsam ausfiel, obwohl sich Hebebrand durchaus auch noch einbringen sollte. Wenn aber im April 1954 Gideon an Hebebrand schrieb, dass seit der Siam 9 in Aix-en-Provence 1953 eher Zitat ohne jeden Bericht von deutscher Seite sei, stellt sich durchaus die Frage nach den Gründen für diese Zurückhaltung. Und ein Hinweis darauf gibt der sich bereits in Sigtuna abzeichnende Generationenkonflikt innerhalb der Siam. In Holliston war schon 1951 vereinbart worden zur Planung des nächsten großen Kongresses ein Vorbereitungstreffen durchzuführen, also dieses Treffen in Sigtuna, um dort über die unterschiedlichen Auffassungen, in welche Richtung sich die Siam entwickeln sollte, zu beraten. Und in Sigtuna waren dann schließlich auch auffallend viele Jungmitglieder anwesend, die dort auch die Debatten dominierten. Und interessant ist die Wahrnehmung der Diskussion aus dem Blickwinkel der deutschen Protagonisten. Das ist jetzt aus dem Siam-Protokoll. Dort ist vermerkt, dass Hebebrand äußerte, dass es nach der langen Isolation schwerfalle, den Diskussionen zu folgen. Er bezeichnete die Debatte als sehr philosophisch. Und da die deutsche Gruppe auch erst kürzlich gegründet worden sei, könnten noch keine konkreten Arbeiten präsentiert werden und man sei auch auf das Thema des 9. Kongresses, also in Aix-en-Provence, nicht vorbereitet. Also wenn man das jetzt sehr vereinfacht ausdrückt, hatten die Deutschen dann durchaus, würde ich sagen, auch so ein bisschen den Anschluss an diese Debatten innerhalb der Siam verpasst, nachdem sie 46 bis 52 eben außen vor gewesen waren. Sie sind dann auch überrascht, wie groß die Konflikte innerhalb der Siam sind, weil sie diese Diskussion schon irgendwie mitbekommen, aber nicht Teil dieser Diskussion gewesen waren. Und hinzu kommt eben die Generationenfrage, für die zu konstatieren ist, dass, ich sag mal, das Personal, über die Wiederanbindung an die Siam gelingt, dann doch eher so zu der älteren Riege gehörte und die Reintegration zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die generationelle Spaltung innerhalb der Siam bereits weit fortgeschritten war. In Sigtuna hatte dann erstmals nach dem Krieg auch der etwas jüngere Hubert Hoffmann aus Berlin teilgenommen, der im Anschluss eine informelle Jugendgruppe formierte, aus der einige im Folgejahr dann auch neben Hebebrand an der Siam 9 in Aix-en-Provence teilnahmen, darunter unter anderem Ludwig Leo, Stefan Werker und Ulrich Konrads. Und den Berichten der Jüngeren nach zu schließen, waren die Eindrücke der Konferenz in Aix-en-Provence für sie dann auch etwas ambivalent. Sie trafen da einerseits auf die legendären und einst auch bewunderten Altmeister der Moderne. Andererseits habe sich, Zitat, diese altgediente Gründergeneration auf dem Kongress eher ihrer selbst vergewissert, wie Ulrich Konrads anschließend in einem Artikel schrieb. Ein Jahr später, im Juni 1954, nahm Hebebrand in Paris dann auch als deutscher Vertreter an der gemeinsamen Sitzung des Siam-Rats und der Delegierten teil. Und dort wurde dann nach den Erfahrungen Aix-en-Provence, wo sich dieser Generationenkonflikt, es gibt deutlich mehr Konfliktlinien innerhalb des Siam, aber Generationenfrage, denke ich, ist schon eine größere. Dieser Konflikt hatte sich dort nochmal deutlich zugespitzt.
Und es wird nun vereinbart, ein junges Vorbereitungskomitee für die SIAM-10 in Dubrovnik zu bilden. Und was eine Neuausrichtung der SIAM betrifft, verweisen dann die internen Beratungen unter den deutschen Vertretern auf eine gewisse Unsicherheit. Hubert Hoffmann schrieb an Döcker, der Fortbestand der SIAM und die Tätigkeit einer deutschen Gruppe seien, Zitat, zweifellos Experimente. Und während der Riss quer durch Europa überwunden werden müsse, unterstrich er die Positionierung der Deutschen wie folgt, Zitat, unsere Aufgabe ist, den Gegenpol zur lateinischen, streng rationalen Auffassung zu bilden und damit den SIAM, der in den letzten Jahren etwas extrem in diese Richtung gegangen ist, wieder zu einem Ganzen werden zu lassen. Also diese Kritik, dieses zu rationalen, die findet man immer wieder. Und dort wird eben auch diese starke Nähe zu den schwedischen Vertretern ersichtlich, wenn etwa Leif Reinius zur gleichen Zeit gegenüber der SIAM ausführte, in Schweden habe man seit dem Krieg vor allem auch versucht, die überdiagrammatische und sterile Steifheit zu vermenschlichen. Für die älteren bzw. mittelalten deutschen Mitglieder war eine Teilnahme in Dubrovnik dann aber wiederum gar nicht unbedingt gesetzt. Hebebrand schrieb, dass zu sprechen sei über eine, Zitat, eventuelle Teilnahme und in welcher Form wir uns betätigen wollen, beziehungsweise ob überhaupt. Und letztendlich nahmen dann an der deutlich kleineren SIAM 10 1956 in Dubrovnik als offizielle Delegierte aus Deutschland May und Hebebrand teil. Auch Hubert Hoffmann war angereist, aber viele ältere Mitglieder des SIAM-Rates, darunter Gropius und Corbusier, waren nicht mehr anwesend. Corbusier ließ dafür aber in einer Grußbotschaft verkünden, es sei Zeit, den Staffelstab an die Jungen zu übergeben, und er nahm dann daran anknüpfend auch im Hinblick auf einen neuen Namen eine Unterscheidung vor. Er ist dann dort mit dem neuen Namen sehr kreativ, nämlich eine SIAM 1 bis 1956 und eine nun zu formierende SIAM 2. Zumindest was diese Namensgebungen betrifft, glaube ich, ist das Technische bei Corbusier dann vielleicht doch zu erkennen. Die Konferenz endete dann mit dem Bericht des neu ernannten SIAM-Reorganisationsausschusses, in dem es hieß, dass der bestehende SIAM-Rat zurücktreten solle und die SIAM anstatt nationaler Delegierter wieder ein Kongress von Einzelpersonen werden sollte. An der Debatte über diese Beschlüsse waren Hebebrand und May aber nicht mehr beteiligt. Sie mussten vorzeitig abreisen. Das scheint auch jetzt nicht so gewesen zu sein, dass das irgendwie böser Wille gewesen ist, sondern tatsächlich Terminschwierigkeiten. Aber einige Tage danach berichtete Hebebrand an Gropius über, Zitat, einige Überraschungen zum Schluss und betonte, dass er und May sich sowohl gegen eine Auflösung der SIAM als auch gegen Corbusiers Trennung in SIAM 1 und SIAM 2 ausgesprochen haben. Im September 1957 kam dann der Reorganisationsausschuss zusammen und auch Hoffmann und Hebebrand, beide jetzt selbst keine Mitglieder dieses Reorganisationsausschusses, aber sie nahmen an diesem Treffen teil. Und in der verabschiedeten Erklärung heißt es, die SIAM solle zwar fortbestehen, sich aber aus Personen ohne Rücksicht auf Ort und Nationalität zusammensetzen. Und inhaltlich wurde vor allem betont, dass die SIAM von praktischem Nutzen sein sollte. Und die Deutschen dürften mit diesem Beschluss weitestgehend zufrieden gewesen sein. Wenige Wochen zuvor hatte Hebebrand eine Erklärung ausgesendet, in der das Fortbestehen der SIAM unter gleichem Namen und vor allem praktische Untersuchungen zur Präzisierung des diskutierten Habitatskonzepts gefordert waren. Und wie dies praktisch aussehen könnte, zeige die Arbeit die Stadt von morgen im Rahmen der Berliner Interbau 1957. Zum einen die begleitende Publikation, aber vor allem natürlich die große Ausstellung auch. Beide, also Interbau und dann auch die Ausstellung die Stadt von morgen, sind für die SIAM-Aktivität der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch gerade deshalb so wichtig, weil es sich um die erste Zusammenkunft der SIAM nach 1945 in Deutschland handelte. Und wie aus der Korrespondenz mit dem
neuen Berliner Bausenator Rolf Schwedler hervorgeht, hatte sich Hebebrand auch in Dubrovnik schon sehr stark dafür eingesetzt, im Rahmen der Interbau auch Siam-Veranstaltungen abzuhalten in Berlin. Das heißt, oder man sieht daran, dass West-Berlin doch durchaus ein Interesse hatte, auch an diesem immer noch sehr großen Namen der Siam. Und mit großen Worten eröffnete Hubert Hoffmann dann auch im September 57 die Berliner Siam-Diskussion. Er sagt, die Zusammenkunft solle zur Neukonstruktion der Siam-Kongresse beitragen, diesmal nicht wie in Dubrovnik durch, Zitat, Erörterung von Organisationsfragen oder durch rhetorische Kapriolen, sondern durch Arbeit. Und ja, interessanterweise fielen dann in der Nachbetrachtung gerade einige schwedische Kommentare zur Stadt von gestern eher negativ aus, auch wenn die enge Verbindung zu Schweden in den folgenden Jahren bestehen blieb. Aber es ist schon festzustellen, dass so, ich sag mal, auf diesem Höhepunkt, Sie haben es auch in diesem Reisebericht gesehen, ein bisschen älter als 1950 der Reisebericht, aber auf diesem Höhepunkt der Begeisterung in Deutschland für die schwedische Nachbarschaftsplanung hatten in Schweden viele Architekten bereits so eine zunehmende Skepsis gegenüber dem einst mit Werf propagierten Konzept der Nachbarschaftseinheit formuliert. Das heißt, diese einstigen Vorreiter auch dieses Modells und dieses Konzepts wandten sich auch etwas früher nochmal davon ab, sodass dann beispielsweise Göran Sidenblad das Begleitbuch zur Interbau als überholte Stadt von gestern bezeichnete. Insgesamt wurde international, aber natürlich auch gerade von deutscher Seite, die Interbau als ein großer Erfolg gewertet, und Hoffmann schrieb im Anschluss an Hebebrand, diesen Erfolg auch zu nutzen für den nächsten Siam-Kongress im niederländischen Otterloh. Die erhofften großen Impulse von Seiten Hebebrands erfolgten dann in den nächsten Monaten aber nicht. Hebebrand war nach einer Station als Professor in Hannover 1952 dann zum Oberbaudirektor in Hamburg ernannt worden und scheint dort mit Arbeit auch wirklich sehr ausgelastet gewesen zu sein, sodass ihm im Juli 1958 Fritz Trautwein schrieb, Zitat, wirklich bald muss aber doch mal etwas im Siamesenwald rauschen. Und Hubert Hoffmann teilte Trautwein aus einem Brief am gleichen Tag verschickt mit, dass Hebebrand ihn in puncto Otterloh immer wieder vertröste und ihm werde, Zitat, Angst und Bange, die Deutschen könnten in der internationalen Schau nur Geringes vorweisen. Und in diesem Austausch zeigt sich zum einen, dass Hebebrand immer noch so der zentrale Ansprechpartner für die deutschen Siam-Aktivitäten ist. Das meiste läuft da auch noch so über seinen Schreibtisch. Aber wenn es auch darum geht, Schwung in diese Fragen zu bringen, ist schon zunehmend jetzt Hubert Hoffmann, der in dieser Sache sehr umtriebig war, Adressat und Mediator. Alterstechnisch handelte es sich in Otterloh dann um eine Mischung aus jungen und wenigen mittelalten Teilnehmern. Der Altersschnitt lag bei 40 Jahren und Hebebrand, inzwischen 60 Jahre alt, nahm, wenn man das richtig in seinem Terminkalender rekonstruiert, an der einwöchigen Konferenz nur etwa 1,5 Tage teil, entsandte aber den 36 Jahre jungen Christian Fahrenholz aus Hamburg, und ansonsten nahmen von deutscher Seite noch Werner Rausch und eben Hubert Hoffmann teil. Und in die Geschichtsbücher ging Otterloh dann vor allem auch mit der Proklamation des Endes der Siam ein. Tatsächlich wurde dieser oder der Beschluss, den Namen Siam nicht mehr zu verwenden, eher von einer kleinen Gruppe auch ein bisschen überraschend dann am Ende des Kongresses ohne größere Absprache getroffen, aber es fanden nach Otterloh eben keine weiteren Siam-Sitzungen mehr statt. Und die Siam wurde dann auch symbolisch wirklich zu Grabe getragen. Gegenüber Alvar Aalto kommentierte Hebebrand die Entwicklungen zum Ende des Kongresses dann damit, Zitat, was sich da tut, ist nicht ganz in Ordnung. Ich glaube, wir Alten sollten uns doch noch einmal zu Wort melden, bevor wir nach dem Muster deutscher Korporationsstudenten einen Alte-Herren-Verein Alter Siamesen gründen. Und gern hätte er über den Tod
oder die Fortsetzung der Siam gesprochen. Aber letztlich ist zu konstatieren, dass zumindest öffentlich solche Wortmeldungen von Seiten Hebebrands nicht mehr erfolgten. Er ist dann in Hamburg noch sehr aktiv, wird dann 1962 berentet und stirbt dann recht jung mit Mitte 60, 1966. Ich komme zum Ende, fasse zusammen. Es war maßgeblich die Initiative und das Networking Werner Hebebrands, durch die eine Reintegration einer deutschen Gruppe in die Siam erfolgte. Und wichtig war, das habe ich versucht zu zeigen, dieser transnationale Zusammenhang zwischen Deutschland und Schweden. Und das nicht nur, wie in der Forschung bisher gezeigt, hatte auf Kuchenbuch zum Beispiel verwiesen, auf der Ebene einer Transfergeschichte von Planungskonzepten, sondern auch auf kommunikativer und diskursiver Ebene. Und das gilt umso mehr für die Siam, deren Organisationsstruktur, wenn man da von einer Struktur sprechen will, im Gegensatz zu den internationalen Berufsverbänden, in denen Hebebrand ja auch sehr aktiv war, letzten Endes gänzlich auf persönlichen Kontakten, auch Freundschaften und dem aufbaute, was man so als Connections bezeichnet. Und was die Neugründung und Wiederanbindung einer deutschen Siam-Gruppe in den Jahren vor allem 51, 52 betrifft, war eben dieses konkrete Kommunikations- und Handlungsgefüge aus Hebebrand auf der deutschen Seite und der Unterstützung und Einflussnahme auch aus Schweden in Person Frit Forbats entscheidend. Mit dem Ergebnis, dass die Deutschen nochmal auf der internationalen Bildfläche erschienen und ohne die auch sicherlich die Interbau wenige Jahre später so nicht denkbar gewesen wäre. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt das Vergnügen, miteinander zu sprechen. Sie sind dann gleich eingeladen, mitzutun. Ich höre das jetzt zum zweiten Mal, insofern, oder in ähnlicher Variante, zum zweiten Mal. Und immer die gleiche Leier. Ich will ein paar Punkte ansprechen. Das erste ist natürlich dieses, ja, vergröbere natürlich jetzt so das Klischee der funktionsgeteilten Stadt. Und der Charta von Athen. Also man muss natürlich sagen, dass 1933 da auf dem Schiff und in Athen irgendwas besprochen wurde, was lange vorher vorbereitet war mit dem Kartenwerk und verschiedenen Dingen. Die berühmte Charta von Athen war 10 Jahre später von Le Corbusier, also 1943, im Vichy-Frankreich herausgebracht worden. Und diese Rücktransponierung gibt, glaube ich, die Vielzahl der Debatten und Aufgabenstellungen, auch der Streitigkeiten, Vorbereitung des 4. Kongresses, erst für Moskau, dann auf dem Schiff und in Athen gar nicht so richtig wieder. So. Und das war eine Anfangsbemerkung. Das Zweite ist, es ist erstaunlich, also weil ich auch diese Nachkriegsentwicklung gar nicht so gut überblicke und bin sehr dankbar, dass Sie das anhand dieser Korrespondenz und dieser Konstellation so schön darstellen, dass eigentlich die beherrschenden Themen der Kongresse, die für die früheren, also die Vorkriegskongresse, ja so maßgeblich bestimmt haben, nämlich Existenzminimum, Bebauungsweisen, was haben wir dann auch, die funktionelle Stadt, dass diese Dinge gar nicht mehr sozusagen so im Mittelpunkt standen, worum es eigentlich ging. Oder es wäre jetzt eine Rückfrage, ob nicht auch in Ihrer Darstellung das nicht schlecht wäre, die Dinge, um die die gestritten haben, miteinander nochmal mit der Konstellationslogik dieser unterschiedlichen Akteure und Erfahrungen zu verbinden. Also weil dann gibt es die kritische Wendung zur Nachbarschaftsgeschichte und Ähnliches. Aber es war wahrscheinlich systematisch gut, auch die Hauptthemen da mit anzuführen. Vielleicht wollen Sie da erstmal drauf reagieren. Willst du erstmal was sagen dazu? Ja, also ich meine, die Diskussionen auf den Nachkriegskongressen, zum einen dann Ende der 40er, vor allem auch Wiederaufbaufragen und dann später vor allem das Konzept oder auch dann die Diskussion um eine Charta des Habitats. Ich muss sagen, ich stecke in diesen Diskussionen auf den Kongressen gar nicht so sehr drin. Ich glaube, Sie wissen da vielleicht auch mehr. Ja, glaube ich, ne? Okay. Ja, okay.
Aber was schon auffällig ist, meiner Meinung nach, dass die Deutschen, was diese Diskussionen betrifft oder das Verhältnis oder wie sie auf die Siam schauen, ist auch so ein bisschen ja, strategisch, taktisch betrachten. Also es geht dann auch, also dieses Bedürfnis da nochmal angebunden zu sein, ist dann, also wo das zum Beispiel dann nochmal stärker auch in den internen Diskussionen Fahrt aufnimmt. Das sind dann oft eigentlich Entwicklungen in Deutschland, wo sich dann Unterstützung von Seiten der Siam erhofft wird. Also das ist zum einen die Diskussion um Paul Schmidhenner, die dann wirklich, oder dann auch, man muss sagen, andersherum für die Siam und dann auch gerade Gideon und auch so, also Gideon spricht oft von so östlichen Randgruppen, also diejenigen, in Osteuropa, die besonders skeptisch aufgrund der Verwerfungen dann auch des Zweiten Weltkriegs gegenüber den Deutschen waren, auch man muss sagen, sehr kritisch gegenüber deutschen Siam-Protagonisten, die sie auch von vor 1933 noch kannten. Also die Skepsis und auch Abneigung ist da durchaus groß. Aber dass das dann für die Siam auch so ein Schritt auf die Deutschen auch dann zum Beispiel in dieser Schmidhenner-Frage dann erfolgt, weil man dann merkt, okay, man hat diesen Einfluss oder man könnte diesen Einfluss haben und deshalb sollte man da auch nicht passiv an der Seite stehen. Mein Eindruck ist, für das, also für diese Reintegration, ist für die Deutschen gar nicht so wichtig ist, was dort auf den Kongressen eigentlich diskutiert wurde. Es gibt da ja reichlich Publikationen zu diesen Siam-Diskursen, Diskussionen, vor allem von Eric Mumford, das heißt auch, glaube ich, Siam Discourses. Da ist das alles wesentlich besser dargestellt, als ich es jetzt hier wahrscheinlich könnte. Also auf das Glatteis will ich mich da gar nicht begegnen, aber begeben, aber es ist ja vielleicht auch Input hier seitens des Publikums zu diesen Diskussionen vorhanden. Ich habe noch einen anderen Punkt, bevor Sie natürlich alle eingeladen sind. Diese besondere Achse, Ehemann-Vorbart, diese besondere Vermittlerfunktion des schwedischen Modells. Ich forsche ja noch an der Siam-Geschichte bis zum vierten Kongress. Und natürlich ist aus meiner Sicht völlig klar, dass auch für die innersowjetische Diskussion die Siam ein Autoritätsargument war. Die Veranstaltung eines Siam-Kongresses in Moskau hat einen wesentlichen Beitrag gegeben, den internationalen Dialog der modernen Architektur und damit zu fördern und damit auch die im Sowjetrussland, Sowjetunion breit vertretene modernen Strömungen angesichts eines Umbaus, eines kulturellen, hegemonalen Umbaus durch Stalin also zu stärken. Also die fahren ja da mehrfach hin und verhandeln mehrfach und natürlich ist die Diskussion 1931 eine andere als 1933. So, und die merken, wie das driftet. Und da ist natürlich völlig klar, die Siam ist ein Autoritätsbeweis, eine bestimmte Diskussion aufrechtzuerhalten, sich einen Austausch zu geben. Man muss nicht mit allem einverstanden sein. Und dann ist natürlich ganz evident aus meiner Sicht, dass das schwedische sozialdemokratische Modell, also natürlich den deutschen und sowjetischen Erfahrungen, also den deutschen Erfahrungen eines Kommunalsozialismus à la Berlin oder Magdeburg oder in Grenzen auch Köln, aber insbesondere Frankfurt am Main, besonders entspricht. Und dass natürlich auch von sowjetischer Seite man sich nicht nur die Staatswirtschaft vorstellen muss, die Genossenschaftsbewegung spielt zu der Zeit eine riesengroße Rolle und gibt also propagandistisch klare Äußerungen von Chefs der Genossenschaftsbewegung, die sagen, naja, Kommune wird es immer geben, also Kommune im Sinne von Gemeinde also die sind im Grunde, aber nicht den Staat. Und die Auflösung des Staates spielt ja in der ganzen Revolutionstheorie und das wird eine Riesenrolle. Und dann ist völlig klar, also die Kommunale und Kommunalwirtschaft und Wohnungsbau, Genossenschaften wird es immer geben, aber den Staat brauchen wir nicht mehr. So. Das sieht Stalin etwas anders und andere, aber völlig klar ist, es gibt also auch jede Menge Leute, kann man auch biografisch festmachen, die Akteure dieser Genossenschaftsbewegung und der Architekturbewegung, die dann große Auftraggeber von solchen modernen Projekten waren,
Ja, die waren in der Emigration während des Zarismus in Schweden, Holland und Deutschland und haben wir die Genossenschaftsbewegung kennengelernt. Das heißt, also ich würde behaupten, es gibt über die besonders engen Kontakte von Vorwart und Hillebrand hinaus sozusagen auch einen gesellschaftspolitischen Erfahrungsraum, der Ähnlichkeiten oder Vergleichbarkeiten herleitet, sodass dann die Anrüchigkeit, dass die Parteizelle in Deutschland bei der Planungseinheit dann der Nachbarschaftszelle oder dem Quartal entspricht oder sowas, sich auch etwas relativiert, weil es natürlich eine andere soziologische, also eine ähnliche soziologische Einheit ist, aber kulturell was ganz anderes bedeutet. Also ich glaube, dass die Leute, die da miteinander korrespondiert haben, schon im Klaren sind, dass sie nicht die schwedischen Faschisten waren und nicht die Blut- und Boden-Ideologen in Deutschland. Das könnte sogar bis in die Aufbaustapler natürlich hineingehen. Also ich würde empfehlen, da eher aus diesen ähnlichen und so. Und noch eine dritte Bemerkung: Diese Organisationsstreitigkeiten in der SIAM und es war noch der Streit mit dem Hering, mit dieser hässlichen Bemerkung über den Gideon. Das ist natürlich ein alter Streit. Der Hering hat die Bildung einer deutschen Gruppe nach Vorbereitung von Lasserrat 1928 Monate und Jahre lang hintertrieben, weil der natürlich auf dem demokratischen Delegiertenprinzip bestand und nicht auf dem parteidiktatorischen Modell, was Gideon machen wollte, dass nämlich das Sekretariat bestimmt, wer in welchem Land welche Gruppe bildet. Und ich glaube ja, dass da eine gewisse Strukturanalogie besteht, wenn also die Ankündigung des Kongresses in Belgien war es, der zweite oder dritte, dann in der neuen Frankfurt, das neue Frankfurt steht, SIAM, die Internationale der Architekten. Also diese Organisationsprinzipien, dass da die bewusstesten und klassenerfahrensten Leute sagen, wo es lang geht und die bestimmen, welche Leute eine Gruppe bilden und dass die mal in dem Zentrale nachfragen müssen, dürfen wir jetzt auch eine Gruppe bilden und sozusagen das ganze Organisationsprinzip auf den Kopf stellen, ist, glaube ich, noch diese aktivistischen Phase der 20er Jahre, die Gideon natürlich vertritt und in diesem antisemitischen Ausdruck kommt natürlich der Antibolschewismus auch mit zum Ausdruck. Also möglicherweise spielt das auch eine Rolle. Das ist natürlich dann durch die NS-Zeit auch kultiviert so, oder verbreitet worden. Und Ja, so. das ist, denke Also ich, vielleicht ein kann man so guter. manche dieser Dinge, die du ganz wunderbar, empirische wunderbar belegt darstellst, nochmal hinterfassen. Und insofern war es ja für die deutsche Konstellation, wobei wir dann auch mal reden müssen, warum reden wir uns über Westdeutsch, eine optimale Situation, dass der Vorrat so eine tolle Mediationsfunktion da übernommen hat und der Hebrand genauso. Die haben natürlich ständig auch mit Hänselmann und Liebknecht Kontakt gehabt. Also es ist ja nicht so, dass die völlig im luftleeren Raum waren. Also vielleicht müsste man diese nicht bekannten Korrespondenzen oder nicht bisher bekannten oder nicht erschließbaren oder vielleicht auch nicht schriftlich existierenden, aber nochmal in den Raum stellen. Denn wenn es ja ein Skandal, dass es sozusagen Osteuropa keine SIAM-Gruppen gab, da gibt es ja auch ganz keine neuen Begründungen. Und da fallen ja nur Schimon und Helena Wirkos sozusagen als die leuchtenden Sterne raus. Hans Schmidt war ja noch aus der Gruppe von Hans May in Warschau und hat ja sozusagen Generalplanung gemacht, ganz nach Maß und so, also nach den SIAM-Prinzipien. Schon, das ist jetzt so ein Kurve geworden ist, aber vielleicht kannst du das aufgreifen. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Hering. Wir hatten ja auch in Hamburg ja über dieses Zitat, das ich vorhin noch vorgestellt hatte, gesprochen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen im Baukunstarchiv dort mal noch in den Bestand zu Scharoun reingeschaut. Und da gibt es, ich hatte es vorhin schon gesagt, noch eine ganze Reihe anderer, also Briefe in einem ähnlichen Ton. Und Sie hatten Von gesagt, wem? An wen? von Hering an Ja, Scharoun ja. über Gideon. Und Sie hatten gesagt, was ist da vielleicht auch so im NS kultiviert? Bei Hering ist das oft dann auch in so einer Kombination mit Formulierungen, dass er, ich hatte vorhin das so vorgestellt, so eine Kritik an den Lateinern, aber dass dem oft dann auch, und das ist dann auch so ein bisschen die Verbindung zu Nordeuropa, in einem Atemzug so etwas Germanisches Englisch auch, gegenübergestellt ja. wird. Und das ist bei Hering schon stark ausgeprägt. Und da würde ich sagen, da sticht er schon gegenüber auch diesen anderen Protagonisten, die ich vorhin erwähnt hatte, hervor.
Und diese doch ja oft dann eigentlich so unklaren Organisationsstrukturen innerhalb der SIAM führen dann halt auch leicht dazu, dass es diese starken persönlichen Feindschaften und Animositäten gibt. Und also dieses Unklare, wie ist die SIAM eigentlich organisiert oder auch jetzt SIAPAC und SIAM-Rat, wer kommt dort, wer ist da drin, wer nicht. Das ist so eine Grundlage, dass dann eben auch viele politisch, generationellen, sozialen Konflikte dann auf so einer persönlichen Ebene landen. Und diese Charaktere sind wirklich da alle sehr voll mit Widersprüchen. Also bei Forward ist man teilweise doch auch dann überrascht. Er ist ja auch Jude. Wie tolerant er dann teilweise auch gegenüber Ausfällen ist, die er ja auch so mitbekommt. Also da ist wenig dann schwarz und weiß. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist diese ganz wichtige Rolle von einzelnen Personen. Das hatte ich auch dann, bis ich diese Briefe gelesen hatte, so ein bisschen mehr anders vorgestellt, auch so in der Literatur. Geht es dann, deshalb habe ich vorhin darauf verwiesen, dann ja oft um diese Fachdebatten, die dort auch alle gut dargestellt sind, aber so dieses Persönliche, was oft dann auch so dahinter steht oder auch so die Grundlage bildet, auf der dann auch andere Diskussionen geführt werden, das erfährt man dann so wirklich über die Quellen. Und eine Anmerkung dazu: Es gibt im Baukunstarchiv in Berlin noch wahnsinnig große Schätze, die da zu heben sind. Also gerade was die Korrespondenzen betrifft, ich habe da einen kleinen Auszug jetzt vorgestellt, gerade zu Hans Scharoun. Das sind riesengroße Quellenbestände. Und ich weiß auch, dass dort in der Akademie sich alle freuen, wenn dort mehr Forscherinnen und Forscher diese Korrespondenzen und Notizen durchgehen. Also da ist einfach auch noch viel zu holen. Die Frage der Einbeziehung Osteuropas spielte dann in den Nachkriegsdebatten gar keine Rolle, oder wie? Naja, es spielt schon. Ich hatte vorhin einmal diesen Begriff erwähnt, dass also die Osteuropa spielt für diese Skepsis Gideons schon, ich meine, er ist der Sekretär, der Generalsekretär. Aber kommt er aus Amerika eigentlich zurück? Oder ist er da schon wieder zurück? Ich denke 47, 46, 47, ich möchte mich nicht festlegen. Aber diese Skepsis gegenüber den Deutschen, die stammt schon auch, und deshalb bezieht sich Hebebrand ja auch gerade dann auf jemanden wie Simon Zirkus, der ja auch erst über Forward und Gropius nochmal aufwendig gemacht wird. Helena Zirkus schreibt Forward ja nach Schweden und bittet ihn, sich auf die Suche nach Simon zu machen, der ja erstmal verschollen ist nach dem Zweiten Weltkrieg, unklar ist, wo er ist. Und die Osteuropäer spielen da insofern eine Rolle, dass sie schon auch dann in diesen Gremien Kritik äußern an einer zu schnellen Wiederaufnahme und ihre Vorbehalte sehr stark kommunizieren. Ja, sehr gerne. War ein hervorragender Vortrag, viel Neues gelernt. Ich habe aber in Ihrem Vortrag eigentlich nicht bis zum Ende verstanden. Kam es dann noch wirklich am Ende zu der Aufnahme der Deutschen in den SIAM oder wurden sie nur als Gäste eingeladen? Es gab ja zwei ganz klare Kategorien, Gäste und Sektionsmitglieder des SIAM. Mhm. Also das ist mir nicht so klar vorgegangen. Ich vermute, Dubrovnik scheint eventuell das gewesen zu sein, falls sie überhaupt aufgenommen wurden. Also der Beschluss, eine deutsche Gruppe nochmal offiziell aufzunehmen, ist in Hoddesdon 1952. Es ist da, also da wird der Beschluss getroffen, eine deutsche Gruppe wieder aufzunehmen. Es ist dann aber noch nicht klar, wer wird eigentlich das Personal sein. Und ich hatte es vorhin erwähnt, Egon Eiermann ist dann erstmal damit beauftragt, dort so eine Gruppe zusammenzustellen.
Und dann gibt es, man muss ja auch sagen, innerhalb der deutschen Protagonisten sind auch jetzt nicht alle super eng miteinander befreundet immer. Da gibt es auch halt teilweise Vorbehalte und Antipathien. Und Hillebrand übernimmt dann aber diese Stelle oder diese Rolle als First Delegate, mit der Eiermann beauftragt wurde, und versammelt dann so seine Schar um sich. Hillebrecht wahrscheinlich. Ja, Hillebrecht, Gustav Hassenpflug, später dann auch Hoffmann, also die Gruppe wird ja dann auch größer, auch dann Paul Seitz, Fritz Trautwein aus Hamburg. Und dann gibt es, also es gibt ja dann innerhalb des SIAM auch dann irgendwann die Entscheidung, gar keine nationalen Delegierten mehr zu haben. Ja? Und dann gibt es auch SIAM-Gruppen, also eine SIAM-Gruppe Norddeutschland, die dann vor allem eine Hamburger Gruppe ist. Es gibt diese, das heißt dann in den Quellen oft Jugendgruppe, so jugendlich sind die dann nicht mehr, also um Hubert Hoffmann in Berlin. Aber nach diesem Beschluss, keine nationalen Delegierten mehr zu haben, tauchen die Deutschen dann als einzelne Personen dann auch auf. Aber Dubrovnik, Otterlohe, Aix-en-Provence, ist der letzte, in dem es nationale Gruppen sind und danach dann Einzelpersonen. Aber der offizielle Beschluss ist vor allem 1952. Dann die Frage, was ich etwas steil fand, war diese Weiterführung für Interbau. Dass die Interbau in der Form höchstwahrscheinlich gar nicht stattgefunden hätte, hätte es nicht dieses hier. Also so viele SIAM-Architekten sind gar nicht bei der Interbau untergekommen. Und so junge Architekten oder Netzwerke wie zum Beispiel Dünnmann mit seinen britischen Verbindungen dürften wahrscheinlich schon mindestens genauso relevant gewesen sein als Netzwerke wie der alte SIAM. Ja, will ich nicht widersprechen. Was, denke ich, schon eine große Rolle spielt, ist aber eben diese, das ist eine offizielle SIAM-Veranstaltung. Also diese Podiumsdiskussion und auch das, was sich so um die Stadt von morgen abspielt. Das war dann kein SIAM-Kongress, sondern eine außerordentliche Versammlung oder so Zusammenkommen oder sowas. Ja. Ich glaube ja schon mal bei der Ausstellung sowas. Genau, in der Form. Das ist mehr diese Adlung durch eine SIAM-Veranstaltung auf der Interbau. Ich würde sagen, dass diese SIAM-Veranstaltung, der SIAM-Hintergrund, die Interbau schon auch adeln soll, denke ich. Das ist so mein Eindruck. Ich denke, die Interbau ist dann vor allem dann auch in dem Ost-West-Konflikt in Berlin dann ja auch zu sehen. Dann kommt eine Frage zu, das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Die Stadt von morgen wurde von wem und warum als Stadt von gestern bezeichnet? Was war die Kritikpunkt? Ja. Also das Zitat, das war Göran Sidenplat, das ist ein schwedischer Architekt gewesen, viel für also im genossenschaftlichen Bauen aktiv gewesen. Die Kritik ist zum einen, also was auch so in der schwedischen Presse häufiger fällt, ist, dass das eigentlich so eine Stadtfeindlichkeit sei, ja? Also die Stadt von morgen. Vielleicht können wir da einmal, also jetzt auch so dieser, es fällt dann schon auch auf in Schweden, dass die gegliederte und aufgelockerte Stadt auch einfach diesen älteren Hintergrund hat, die 43, 44 verfasst, die man auch dann in Schweden mittlerweile dann so auch kennt. Aber es sind dann auch so Aspekte wie Bevölkerungsdurchmischung in der Nachbarschaftseinheit. Das sind so Sachen, die in Schweden, indem man sich da nochmal so ein Stück weit von abwendet, weil man dann auch so mit diesen großen Bauprojekten sieht oder so diese Erfahrung macht, dass da das dann doch auch nicht so aufgeht. Also dass die Community Centers, die man so ganz zentral auch wissenschaftlich unterlegt mit Zeichnungen, wie oft begegnen sich die Menschen dort, dass das
doch dann oft auch eher so eine Wunschvorstellung gewesen ist. Das ist Kritik, die in Schweden geäußert wird. Also dass man sich dort eigentlich hinsichtlich dessen, was an sozialer Interaktion in so eingegrenzten Gemeinschaften möglich sei und man auch über entsprechende Raumstrukturen sozial gestalten könnte, dass die Deutschen dort auch Illusionen aufsetzen. Das ist so eine Kritik. Aber ich hatte das vorhin so dargestellt, dass es so ein Nacheinander gibt, also dass die Schweden sich dort auch einfach, weil sie vielleicht auch während des Zweiten Weltkriegs Diskussionen schon führen, die andere erst dann nach dem Zweiten Weltkrieg führen, ist, das ist jetzt etwas, das würde ich mal so als These in den Raum stellen. Es gibt da sicherlich auch andere Faktoren. Es ist ja auch jetzt nicht immer so ein linearer Transfer und so eine natürliche Gesetzmäßigkeit, dass man in der einen Zeit das eine diskutiert und dann kommt das nächste Jahrzehnt und das andere. Also dieses Nacheinander, dass die Schweden sich dort früher abwenden, das kann man auf so einen Zeitstrahl packen, muss man jetzt aber auch nicht. Da gab es da hinten eine Meldung, Peter Mayer. Ich muss laut sprechen, weil hier gibt es Mikrofon. Also einmal ein Hinweis, glaube ich, also der guckt jetzt so sehr nach Norden. Ich glaube, dass dieser Vortrag guckt so sehr nach Norden. Ich glaube, dass man auch in die Schweiz gucken muss. Und ich würde empfehlen, also einfach mal, ist ein väterlicher Freund von mir gewesen, Wolf Guckmann anzugucken, der Theater in Basel gebaut hat, um mal zu sehen, wie die Schweizer Situation in der Reflexion des deutschen Eintritts ist und wie das Verhältnis der neutralen Schweiz, wie des neutralen Schwedens zu dieser Situation ist. Scheint interessant zu sein aus meiner Sicht, weil man auch ein sehr offener Typ war, also zum Beispiel zu Meta ganz innere enge Beziehungen hatte, auch die DDR natürlich ständig besucht hat. Karl-Heinz Hüther ständig umarmt hat. Also insofern spielt Guttmann, man muss über Hüther nicht lachen, dann ist der wesentliche Theoretiker der 20er Jahre dieser Stadt, dem kann kein anderer Wasser reichen, nur mal eins nebenbei. Und das war der eine Hinweis. Und der zweite Hinweis ist, ich glaube, dass es zu kurz springt, zu sagen, diese funktionale Stadt wäre in Schweden zu Ende, wenn man anguckt, welchen Einfluss Öller wie auf die Entwicklung der Architektur der 60er, 70er Jahre hat, dann stellt man fest, dass dieser Einfluss relativ groß ist. Dass auch, das ist die Innensituation, dass also gerade diese skandinavischen Stadtentwicklungen oder die schwedischen relativ bedeutend sind und Vorbilder sozusagen für andere werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch zu beleuchten. Also der Bericht nicht dabei ab, wenn es die Kommentare gibt, sondern da passiert was. Und ich glaube sowieso, dass der Vorteil, den wir hatten, der Vorteil ist ja nicht besetzt gewesen zu sein und quasi zu spät auf die Musik aufgesprungen, sag ich mal. Also spät, nicht zu spät, aber dann durch diese Nachkriegsentwicklung eigentlich führen, in der Modernen zu sein, trifft auch Finnland und Alpe und so hoch zu. Also die Privileg, was sie haben, einfach auch zu nutzen, um die Architekturentwicklung Logik Europas entscheidend mitzubestimmen. Also für mich ist das so, kann ich nur sagen, als Tätig-Architekt, ja, ist das so, dass das immer noch Fanale sind, ja, so Alte oder so, ne? Oder Jakobsen oder. Das ist immer noch das, was eigentlich zählt und dieser ganze Plunder. Beide keine Schweden, ja. Ja, egal, da gibt es ein paar Schweden, die kann man auch nennen, wobei die von der Architektur selten so prägnant sind wie die Benannten, muss man auch mal dazu sagen. Und dieser ganze Trödel dann dieser Westberliner Bauerstellung, da diese Ismen, ja, so die dann eigentlich eher aus der funktionalen Sicht so ein bisschen Trödel sind und so ein bisschen Klamauk, Hegeldecke anders an vielen Stellen und nur wenige herausragen. Also sagen wir mal, die Holländer noch, aber die anderen schon eigentlich nicht mehr. Oder der Holländer noch und die anderen schon eigentlich nicht mehr. Und insofern spielen die schon eine ziemliche Rolle.
auch wenn diese kritische Haltung wegen meiner zu dieser Stadt der Moderne das. Jetzt noch ein Satz. Mir fehlt immer bei der Enderbau, also mein Lieblingsbuch über die Enderbau ist natürlich Pagionkin in Berlin, muss ich auch mal sagen, also die Reaktion der wirklich sozialbauenden Architekten, also Wagner, auf diese Ausstellung. Und was passiert da eigentlich und wie wäre über den der Wohnungsproblematik dieser Stadt durch diese Ausstellung gerecht oder ist die wirklich zu großen Anteilen wirklich nur Klassenkampf über die Mauer? Was ist das eigentlich, was da passiert ist? Fragezeichen, das ist schon relativ interessant für die Bewertung der sehr schönen Architektur, die da stehen, ohne Zweifel. Aber in welchem Zusammenhang steht diese Ausstellung dann zu dieser Systemauseinandersetzung? Also das ist schon für mich interessant. Jetzt noch eins, ganz interessant war das letzte Bild. Also die Totengräber sind dann die großen Architekten der Neuzeit, da ist also Adolf dabei oder so, da sind dann die großen Namen, die dann wieder eigentlich eine ziemlich prägende Rolle für die 60er, 70er Jahre spielen. Also die stürzen quasi diese müde gewordene alte System vielleicht auch mal Zeit lang. Übrigens Konkurrenzkampf oder Klassenkampf kultureller vor der Mauer, das ist ja das Interessante. Ja. Und vielleicht noch, man muss ja sehen, er hat jetzt ganz toll diese Korrespondenz rekonstruiert in einer Dokumentenhaltigkeit, wie sie so noch gar nicht existierte. Jetzt bringen wir andere Dinge mit rein. Mich interessiert natürlich auch das Umfeld der Enderbau als Legitimation, als Autoritätsbeweis. Gleichzeitig sind wichtige Akteure. Ich komme natürlich jetzt auf das Ost-West-Problem. Also meine Ernst May gewinnt ein Jahr später also den Wettbewerb für den Fanpool und Hillebrecht ist da in der Jury und so weiter. Und der Chefarchitekt der Hauptstadt der DDR ist der Initiator und der Auftraggeber. Also da finden ja auf einmal Dinge statt, die da können die Bauausstellung machen und einen Kongress. Und sonst wie interessant wäre natürlich, alle Leute berichten, Fachleute, dass sie alle da gewesen sind. Es wäre natürlich interessant, ob da auch sozusagen aus dem Osten oder jetzt meinetwegen aus Ost-Berlin, aus der DDR, Leute aufgetreten sind bei diesem Kongress, ob da auch eine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Aber dass das doch ein international vernetzter oder Vorgang war und dass es eben natürlich wegen der globalen politischen Situation nicht dazu kam, dass es zum Beispiel eine DDR-Gruppe, also ein wie gesagt, ein Vertretungsanspruch, sonst wie, da haben dann eben die Genossen Vorwart und Hebebrand die Sache für die DDR vielleicht mitvertreten, also rein fachpolitisch. Also einfach, um diesen Dialog weiterzuführen. So. Und dann ist natürlich Fanful und dann sind die Aufnahmen der schwedischen Erfahrungen im Großsiedlungsbau in Europa, unter anderem in der DDR, irgendwie ein Punkt. Der gehört jetzt nicht in die Korrespondenz, aber der gehört sozusagen in den gedanklichen Raum, wie wir es heute doch vielleicht rekonstruieren können. Ich will konkret was sagen zu den Punkten, die Sie angesprochen hatten. Es gibt auch schon während des Zweiten Weltkriegs eine ganz interessante Diskussion zwischen schwedischen oder Architekten in Schweden und Schweizern. Ja. Also gerade die Diskussion 44, 45, in der dann ja auch Gideon sich stark beteiligt, also diese Suche nach einem neuen Monumentalismus, da ist zum Beispiel Werner Tesler dann auch, publiziert er in Schweizer Zeitschriften dazu. Also da gibt es dann auch so ein bisschen so eine, ja, ich will nicht sagen Allianz, aber so, dass man eine Monumentalität bräuchte, die den Menschen insofern Orientierung gibt, damit sie nicht den Faschisten in die Arme laufen. Das sind Diskussionen, die in Schweden und der Schweiz dann auch teilweise in einem Diskursraum eigentlich so geführt werden. Sie hatten dann gesagt, die Schweden springen, korrigieren Sie mich, wenn ich Sie jetzt falsch zitiere, zu spät oder spät auf die Moderne auf. Jetzt ist die Moderne ja auch nichts, was irgendwie einfach so da ist und man springt dann auf, das nur am Rande. Aber was man schon sehr stark sieht, ist, dass eigentlich bis 1930 das, was Neues bauen, moderne Bauen in Schweden bedeutet, ein ganz, ganz starker Transfer aus Deutschland ist. Und das ändert sich 1930
ziemlich schnell und man kann das dort ausnahmsweise auch mal relativ genau terminieren. Es ist nämlich die große Ausstellung in Stockholm, es ist dann Akzeptera und dann mit dem Aufbau des schwedischen Sozialwohlfahrtsstaats gibt es dann diese sehr spezielle, ganz enge Verbindung zwischen Architekten, Stadtplanern und sozialdemokratischer Politik, die dann auch so diesen, was dann oft dieser dritte Weg in die Moderne erprägen. Ich wollte das auch nicht so verstanden wissen, dass die Schweden ab Ende der 50er Jahre jetzt kein Orientierungspunkt mehr wären. Sie hatten ja angesprochen jetzt die Großsiedlung, es wird ja dann auch dieses Millionenprogramm auf die Beine gestellt, also in kürzester Zeit 1 Million Wohnungen gebaut. Man muss aber sagen, dass das dann oft auch nochmal oft dann auch Stadtteile, Vällingby beispielsweise in Stockholm, die eher so als, das heißt dann oft Brennpunkt gesehen werden. Aber dass das oft dann auch nochmal in einem Zeilenbau beispielsweise stattfindet, der in dieser Diskussion um eine Funktionalismusrevision in den 40ern noch kritisiert worden ist. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zu dem, was ich vorhin sagte, dass man ist etwa mit diesem Revidieren und nicht mehr so kasernenartig, das sind auch so Begriffe, die fallen, es so ein bisschen vielleicht auch in Schweden übertrieben habe. Und dann kehrt man teilweise so stilmäßig schon dann auch nochmal zu dem zurück, was man in den 30er Jahren dann auch gemacht hat. Auch zum Beispiel mit, was so den Bau von Trabantenstädten betrifft, die man dann auch da nochmal dann so Funktionsteilung, die man vorher eigentlich schon dann auch in diesen Diskussionen in den 40ern eher auch nochmal kritisiert hatte. Alles fußläufig, keine Trennung mehr von Arbeit und Wohnen. Und in diesem Millionenprogramm wird das nochmal sehr, sehr stark umgesetzt. Und da sind die Schweden dann schon auch nochmal Vorbild für viele. Und haben dann heute in den, was diese Stadtteile betrifft, oder heute Stadtteile in den 60er, 70ern oft dann als neue Trabantenstädte geplant, dann auch ähnliche Problemdiskussionen wie in Trabantenstädten hier. Christian Hofen? Ja, ich wollte dann noch mal was ergänzen. Sie haben sich mit dem Austausch zwischen Hebebrand und Vorwald beschäftigt. Ich habe die Erinnerungen von Vorwald gelesen, die jetzt für dienstvolle Reise da in der Buchreihe des Bauhausmuseums erschienen sind vor ein paar Jahren. Und weiß nur ganz allgemein, dass Vorwald seit den 40er Jahren, also vor allen Dingen als Städtebauer tätig war in Schweden. Das ist einfach jetzt nur mal so eine informative Frage. Haben Sie denn so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, dass ob dieser Typ von Städten, den er da entworfen hat, das sind ja wohl Kleinstädte eher, also jetzt keine großen. Ja, Kunstbacker, Hüfte. Ist denn etwas von diesem Modell, da muss ich ja besonders in diesen Entwürfen auch dieses sozialdemokratische Modell in irgendeiner Weise auch die schwedische Tradition auch spiegeln. Ist denn davon irgendetwas in Westdeutschland angewendet worden? Also mich interessiert das auch, weil wir allgemein ja wissen, dass das schwedische Design eigentlich schon seit der Nazizeit, vielleicht schon früher, prägt oder einen großen Einfluss hatte auf deutsche Vorstellungen von, also einfach, sagen wir mal, von Innenarchitektur. Hier in dem Vortrag war auch durchaus Hinweis eben gegeben auf schwedische Architektur, also Hochhausreihen und so weiter, also die großstädtischen Einflüsse. Aber jetzt solche Stadtplanungen wie von Vorwald im kleinstädtischen Bereich, findet man sowas? Haben Sie da einen Eindruck, dass das in Westdeutschland irgendwo realisiert wurde, diese kommunalspezifischen schwedischen Planungen? Ja, dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Ich kann nicht, also mir ist nicht bekannt, dass es dort also so ein, wirklich so einen Transfer oder so gäbe. Vielleicht, aber kann ich auf jeden Fall so nicht bestätigen. Man muss sagen, also diese Städte, kleinstädtischer Bereich, es hatte zwei genannt, Kungsbacka, ein bisschen südlich von Göteborg gelegen, und Höfte, ein bisschen größere Stadt.
Das sind in Schweden gehören diese Städtchen oft so ein bisschen zu den größeren Städten auch schon, aber es sind so nach deutschem Maßstab doch eher kleinere Städte, 10, 20, 30.000 Personen. Ich kann nicht sagen, ob sich dort an Vorwärtsplanungen in Deutschland orientiert wurde. Aber was ich interessant finde, Sie hatten es ja angesprochen, diesen Schwenk vom Architekten zum Stadtplaner, das ist ja in den Erinnerungen, er schreibt da ja auch, also ein toller Autor ja auch, Vorwärts. Er beschreibt da etwas, was für viele Immigranten relativ typisch ist, nämlich, dass sie sich im Ausland eigentlich nicht mehr so wirklich trauen, als Architekten tätig zu sein. Und Vorwärts beschreibt es ja in den Erinnerungen wirklich so, dass das ein, man muss auch sagen, die sind in Schweden, die Architekten, auch so eine eingeschworene Gruppe. In Schweden alles ein bisschen kleiner, die haben alle die gleiche Kunsthochschule in Stockholm besucht. Das ist auch so eine Gemeinschaft, in der es relativ schwer ist, reinzukommen. Und Vorwärts traut sich da auch nicht so ganz, dort Architektur zu machen. Und Stadtplanung ist etwas, was ihm dort gelingt. Und diesen Schwenk vom Architekten zum Stadtplaner, das findet man auch in anderen Immigrantenbiografien recht oft. Teilweise ist es dann aber auch vom Architekten im Ausland zum Taxifahrer oder so. Also diese Sachen gibt es ja auch, über die Fälle spricht man dann nur eben selten. Aber vom Architekten zum Stadtplaner, das sieht man sehr oft. Was Vorwärts, und das ist vielleicht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, doch so ein Verdienst bzw. etwas, auf das sich immer wieder bezogen wird, ist, dass er solche Berechnungen macht, was ist so diese ideale Stadtgröße. Das kann man genauer nachlesen. Interessant ist auch da, ich hatte vorhin schon so dieses Thema dieser Widersprüchlichkeiten, dass er sich dort auch in seinen also neuen Berechnungen stark mit den Faktoren von Gottfried Feder auseinandersetzt. Also diese Zahl 200.000, die dort oft kursiert. Und er bezieht sich dort ganz sachlich auf Gottfried Feder, dass Gottfried Feder wirklich so der antisemitische Propagandist im NS gewesen ist. Das spielt für ihn dort gar keine Rolle. Also das ist teilweise dann auch in den Quellen überraschend, wie sachlich dann oder auf was für Aspekte sich in so einer Auseinandersetzung dann auch bezogen wird, wie viel dort so unter dem oder der Frage von Know-how auch einfach läuft. Da auch gerade vor diesen ja wirklich auch furchtbaren Erfahrungen, auch dieser Weg aus Ungarn nach Schweden, finde ich bemerkenswert, wie sachlich dort teilweise dann solche Sachen betrachtet werden. Nils Exner, vielen, vielen herzlichen Dank für den interessanten Vortrag, für die Materialsättigung. Ich bin total fasziniert, wie Immigration, wie gemeinsame Erfahrungen im Ausland sozusagen zusätzliche Kompetenz schaffen und Korrespondenznetzwerke erhalten. Wir untersuchen das jetzt rückwirkend. Die Zeit während des Zweiten Weltkrieges. Die Welt ist in ziemlicher Unordnung. Viele Menschen ändern die Perspektiven. Wer weiß, was nächste Generation für Netzwerke, die sich gerade gegenwärtig bilden und austauschen, noch herausfinden werden. Vielen, vielen Dank. Wir werden hoffentlich voneinander weiter hören, auch hier. Ich danke für den nächsten Vortrag hier im Lingnerhaus. Schönen Abend noch. Vielen Dank.